Moin zusammen, schön, dass du wieder da bist. Heute geht es um Wollwindeln und Wickeln mit Wolle generell. Wolle und PUL sind so die beiden großen Nässeschutzarten, die wir in der Stoffwindelwelt haben. Und wenn man die beiden miteinander vergleicht, dann kann man ganz, ganz schnell zu dem Schluss kommen, dass Wolle wesentlich anstrengender ist und man viel mehr beachten muss und PUL sowieso die einfache und schnellere Wahl ist. Aber stimmt das wirklich? Und welche Vorteile haben Wollwindeln? Das erkläre ich euch in diesem Video. Bevor wir jetzt richtig losstarten, ein ganz dickes Dankeschön an Stefanie von Allerlei Windeln, denn die hat mir ein mega schönes Paket zusammengestellt, unter anderem mit diesen wunderschönen Wollschlupfüberhosen. Wer Allerlei Windeln noch nicht kennt, das ist ein Familienunternehmen, da arbeiten inzwischen 3 Generationen zusammen. Und ja, schaut unbedingt mal vorbei, die haben die tollsten Wollwindeln, ganz, ganz viele wunderschöne Sachen aus Wolle. Es lohnt sich wirklich. So, dann lasst uns doch jetzt erstmal klären, was die großen Vorteile von Wolle sind, denn tatsächlich hat dieses Material so einige, ja fast schon Superkräfte, die es wirklich, wirklich besonders machen. Zuerst mal ist Wolle natürlich ein Naturmaterial, das hat es allen anderen voraus und es ist ein nachwachsender Rohstoff. Die allermeisten Windelhersteller von Wollwindeln stellen in Deutschland oder in der EU her und benutzen bio- oder GOTS-zertifizierte Wollstoffe. Das macht die Wolle natürlich zu einem super ökologischen und regionalen Produkt. Außerdem hast du bestimmt schon mal davon gehört, dass Wolle temperaturregulierend ist, oder? Das gilt nicht nur für den Winter, sondern auch für den Sommer, denn Wolle kühlt im Sommer und wärmt im Winter. Das ist natürlich perfekt, besonders wenn es um die empfindliche Babyhaut unserer Kleinen geht. Und eine der allergrößten Superkräfte von Wolle, sie ist selbstreinigend. Wer jetzt noch keine Erfahrung hat mit Wollwindeln, wird sagen, hä? Selbstreinigend? Wie geht das denn? Das kann doch gar nicht funktionieren. Doch, doch, abwarten. Die Wollfasern sind nämlich so aufgebaut, dass sie sich verschließen und so keinen Dreck und nichts reinlassen. Das wird dann auch noch durch das Fetten mit Lanolin unterstützt. Diese Selbstreinigungsfunktion sorgt halt dafür, dass wir weniger Wäsche haben mit den Wollwindeln, denn wir müssen nur alle 2 bis 3 Wochen einmal waschen. Wenn die Windel getragen wurde, reicht es, sie einmal über den Wickeltisch oder irgendwo auslüften zu lassen und dann kann sie beim nächsten Mal wickeln wieder angelegt werden. Und ja, so spart man sich natürlich einiges an Wäsche. Außer natürlich, sie sind verschmutzt. Bei groben Verschmutzungen sollte man die Windel natürlich sofort waschen. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass Wolle nicht nur flüssigkeitsabweisend ist, wenn sie mit Lanolin gefettet wurde, sondern sie kann auch Flüssigkeit aufnehmen. Zum Beispiel nachts, wenn die Höschenwindel unter der Wollüberhose komplett nass ist, irgendwann ist jeder Nässeschutz erschöpft. Das ist bei PUL wie auch bei Wolle der Fall. Und Wolle hat da den großen Vorteil, dass es halt nicht sofort ausläuft, sondern wenn die Wolle die Nässe nicht mehr zurückhalten kann, dann fängt sie an und saugt und sie kann halt wirklich nochmal einiges an Flüssigkeit auch aufnehmen. Das bedeutet, eure Wollüberhosen laufen halt nachts im besten Fall nicht aus, sondern selbst wenn die Höschenwindel viel zu voll ist und wirklich viel Pipi gemacht wurde in der Nacht, dann werden die Wollwindeln im besten Fall ein bisschen klamm und müssten dann vielleicht auch gewaschen oder gut ausgelüftet werden, aber euer Bett bleibt trocken. Wenn du mit Wolle wickeln möchtest, dann hast du die Wahl zwischen einer Überhose, also einer All-in-Two-Lösung oder einer All-in-Three-Lösung, denn auch das dreiteilige System gibt es mit Innenwannen aus Wolle, die dann gefettet werden können. Eine All-in-One, also eine Komplettwindel aus Wolle, wirst du nicht finden, denn in einer All-in-One ist ja das Saugmaterial angenäht und Saugmaterial muss ja auf 60 Grad gewaschen werden, damit es wirklich sauber wird. Und das würde deine Wollwindel einfach extrem schaden, beziehungsweise dann hättest du eine Puppenwindel, weil sie einlaufen würde. Deswegen gibt es Wolle nur als Überhose oder als dreiteiliges System. Und genauso ein zweiteiliges System, nämlich eine Überhose, beziehungsweise 2 Überhosen, habe ich hier. Die sind, wie schon gesagt, von Allerlei Windeln. Stefanie hat Allerlei Windeln 2015 gegründet, und zwar nach der Geburt ihrer ersten Tochter. Die hat auf Wegwerfwindeln nicht ganz so toll reagiert und die PUL-Optionen waren auch nicht so ganz das, was sie sich vorgestellt hat. Wollwindeln gab es damals noch nicht ganz so viel wie jetzt auf dem Markt und sie hat einfach nicht das gefunden, was ihr gefallen hat. Und deswegen hat sie gesagt, hey komm, wir machen da was Eigenes und hat Allerlei Windeln gegründet und hat jetzt eine wunderschöne Palette, ein wunderschönes Sortiment an Eigenproduktion. Und ja, also schaut unbedingt mal vorbei, das lohnt sich wirklich. Ich habe hier 2 Überhosen, 2 Wollsnaps, und zwar in Größe 1 und in Größe 2. Größe 1 geht dabei von etwa 4 bis 11 Kilo und Größe 2 von 9 bis 16 Kilo. Aber das kommt auch wieder ganz auf euer Kind und auf die Körpermaße eures Kindes an. Es kann also gut sein, dass sie schon früher oder auch länger passen. Die Leibhöhe wird hier vorne mit Snaps eingestellt.
Innen ist wunderschöner Bio-Merino-Wollstrick verarbeitet. Der kommt aus der EU und ist hier in diesen Windeln in der Hauptnässezone auch nochmal verstärkt, sodass ihr wirklich einen guten Nässeschutz habt. Außen sind Tragetuchstoffe, die aus 100% Baumwolle bestehen. Hierbei finde ich auch die Details total toll, auf die geachtet wurde. Schaut euch zum Beispiel mal die Snap-Reihe an. Das ist im Wechsel weißer und schwarze Mitte im Knopf. Und ja, das ist einfach super, weil man die Windel ja auf die gleiche Einstellung zumachen will. Und das erleichtert das einfach wirklich enorm. In dem Wickelsortiment von allerlei Windeln finden sich auch noch super viele echt schöne Einlagen. Und ja, davon habe ich auch ganz viele zugeschickt bekommen, die ich gerade teste. Wenn euch das interessiert, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann gibt es nochmal ein extra Video nur über die Einlagen. Hergestellt wird übrigens auch in der EU, genauer gesagt in Polen. Das Waschen und Pflegen von Wolle ist eine große, große Angst, beziehungsweise bei dem Thema gibt es viele Ängste bei Eltern, gerade denen, die neu anfangen mit Stoffwindeln. Und ja, was soll ich sagen? Ich verstehe es. Ich verstehe es total, denn ich hatte diese Angst auch. Ich dachte auch immer, ach, Wollwindeln. Nee, das ist, die muss man mit der Hand waschen, das ist viel zu viel Arbeit und dann das Fetten. Fetten dauert super lange und ich muss es voll oft machen und nee, das lasse ich lieber ganz sein. Am Ende wasche ich die noch zu heiß, dann sind sie eingelaufen oder gehen kaputt und nee, da traue ich mich nicht ran. Das ist für mich ein Buch mit 7 Siegeln. Und ja, als Stoffwindelberaterin musste ich Wolle natürlich ausprobieren und habe tatsächlich in der Ausbildung das allererste Mal eine Wollwindel in der Hand gehabt und dachte nur so, warum habe ich nicht schon viel früher zu Wollwindeln gegriffen? Ich zeige euch in diesem Video ganz kurz und wirklich komprimiert, wie man mit Wollwindeln umgeht. Wenn dir dieses Thema aber auch Bauchschmerzen macht und du mehr dazu wissen willst, dann abonniere sehr gerne da unten meinen Kanal, das ist kostenlos und du wirst informiert, wenn ich mein nächstes Video rausbringe. Und das ist nämlich dann eins, wo ich ganz in Ruhe erkläre, wie wird eine Wollwindel gewaschen, wie wird sie gefettet. Wenn dich das also interessiert, dann schau dir das gerne an. Solltest du das Video hier später gucken, dann verlinke ich es dir auf jeden Fall auch oben und in der Infobox, dass du gleich dahin kommst. Zuerst das Waschen. Wollwindeln können in der Waschmaschine gewaschen werden, im Wollwaschgang mit einem sehr milden Wollwaschmittel bitte. Oder du wäschst sie einfach mit der Hand. Ich glaube, 90% aller Eltern waschen sie tatsächlich mit der Hand, denn oft hat man ja nur so 3-4 Wollüberhosen und da lohnt sich das überhaupt nicht, die Waschmaschine dafür anzuschmeißen. Wenn du aber viele Wollsachen zu Hause hast, dann kannst du das auf jeden Fall mit reinpacken. Aber auch die Handwäsche ist super einfach. Eine große Schüssel, ein bisschen Wollwaschmittel und dann wird die Windel vorsichtig einmal durchgewaschen, noch ein bisschen einwirken gelassen, ausgespült. Fertig! Wenn nur kleine Flecken auf der Windel sind, dann könnt ihr die auch mit einer Lanolinseife vorsichtig auswaschen. Das hat den Vorteil, dass die Lanolinseife direkt rückfettend ist und ihr so die Windel nicht waschen müsst und sie gleich wieder dicht ist. Dann können wir auch schon fetten. Denn um wirklich dicht zu werden, braucht deine Wollwindel eine schützende Schicht und das ist in diesem Fall Lanolin. Das sieht so aus. Gibt es von ganz vielen verschiedenen Marken. Ich habe meins hier tatsächlich jetzt aus der Apotheke. Das ist auch noch relativ voll, weil ich danach das Lanolin der anderen Hersteller entdeckt habe und mich jetzt immer querbeet durchteste. Du findest Lanolin überall und wenn du deine Wollüberhose kaufst, dann kannst du zu 90% auch Lanolin direkt mitkaufen. Ich benutze gerne das von Ulysia oder halt von allerlei Windeln. Ich habe es dir unten verlinkt. Pro Wollüberhose nimmst du dann ungefähr einen halben Teelöffel von dem Lanolin. Das musst du immer so ein bisschen gucken, was für Lanolin hast du und wie groß sind deine Teelöffel. Und löst das in heißem Wasser auf. Dann kommt noch ein Emulgator dazu. Das ist zum Beispiel mildes Babyshampoo oder in meinem Fall hier Seifenflocken. Und davon tue ich so viele mit dazu, bis eine schöne, ja, milchige Emulsion entsteht. Die muss halt richtig schön weiß sein. Die Windel, die du fetten willst, kommt dann in eine Schüssel oder in meinem Fall in ein Einmachglas. Und dann wird die Emulsion darüber geschüttet und mit handwarmem Wasser aufgefüllt. Und jetzt lässt du das Ganze einfach stehen. Ich mache das meistens über Nacht. Danach kannst du die Überhose einfach aus dem Fettbad rausnehmen, kannst sie ein bisschen abtropfen lassen und dann tanzen wir unseren Wollwindeltanz. Was ist das? Du legst ein Handtuch auf den Fußboden. Das sollte im besten Fall kein Teppichfußboden sein. Und auf dieses Handtuch kommt deine Windel oder deine Windeln und dann kommt noch ein Handtuch oben drauf und dann kann wild drauf losgetanzt werden. Ich sag euch, die Kinder lieben das. Also meine Große ist verrückt nach unserem Wollwindeltanz. Und dann hüpfen wir ein bisschen auf der Windel rum und drücken damit ein bisschen Feuchtigkeit raus. Und dann kommt sie auf den Wäscheständer, wo sie liegen, trocknet. Das dauert noch mal ein paar Stunden, geht aber auch eigentlich super fix und dann ist sie schon wieder einsatzbereit. So, für das letzte Stück habe ich jetzt noch mal Hilfe bekommen.
Solltet ihr konkrete Fragen haben zum Thema Wolle, dann stellt die sehr, sehr gerne hier unten in den Kommentaren, denn ich werde in den nächsten Wochen nochmal eine Art Q&A machen und halt spezifische Fragen zum Thema Wollwindeln klären. Und wen das Thema Waschen und Pflegen interessiert, sobald das Video draußen ist, findet ihr es hier neben mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und freue mich auf das nächste Video mit euch. Ciao!